Hallo Mitspieler, mein Name ist der LowRiot und ich begrüße euch zur 82. Episode dieses XCOM 2 Let's Plays. Wir sind hier in einem Vorort von Lagos und sollen ein Netzwerk hacken. Hier ist ein kleines Terminal, da sollen wir hin. Und wir sollen auf dem Weg dorthin natürlich wieder alles umbügeln, was uns in den Weg kommt. Alle haben gezogen, nur noch der Joshu ist dran und ich glaube, den werden wir einfach in eine bessere Position bringen. Gucken wir hier hinten hinterm Baum. Kommt er da überhaupt hin? Ja, da kommt er hin. Dann soll er da hingehen. Tempo! Eine Feindbegegnung hatten wir schon. Die wir praktisch mit einem Zug ausgeschaltet haben. Na, zwei. Einmal die Brandgranate und dann noch ein bisschen Feuerschutz. Dann war es auch schon gut. So. Ausschwärmen. Hier hinten ein bisschen in den Wald checken. Ihr seht hier die Grenze. Wie weit? Oh, die Map ist schon ganz schön tief hier. Okay. Da kann noch viel passieren. Sensei soll, wenn es geht, dort stehen bleiben und... Na los, zeigt euch! Schon mal Distanzschutz üben. Und wir rücken ein kleines bisschen auf. Feuerschutz. Mal ein bisschen vorsichtig, falls man irgendwelche Gegner irgendwo triggert. Hier ist eine schöne Deckung und da kann er praktisch schon in die Bude reingucken. Und hier oben wäre auch wieder ein schöner strategischer Vorteil für unseren Joshu. Trau dem Frieden zwar nicht, aber geht trotzdem hin. Haben es mit Edwin zu tun. Archon und ein Lanzenträger. Na dann kommt mal. Gotcha. Macht einen schönen Achterschaden, wenn Joshu noch ihn drauflegt. Müsste sich der jetzt schon weiter legen. Joshu, du bist doch im Feuerschutz. Warum hast du eigentlich nicht reagiert? Hallo? Tja, merkwürdig. Hätte er eigentlich... Whatever. Gut, sie war ja im Feuerschutz. Er hat gezogen, aber noch nicht geschossen. Lanze hier hinten nicht vergessen. Der gilt als geflankt. Und wir haben 77 auf das Archon-Wesen. Na, ich weiß nicht, ob sonst irgendjemand an die Schildlanze da hinten rankommt. Deswegen werden wir mal gucken. Soll das schon hier Deckung sein? Nee, nächste Feld ist erst Deckung. Börmann. Komm mal her, Danny. Genug gewartet. So, du kannst auch beide sehen. Du hast 69 auf ihn und 63 auf ihn. Probier mal schon mal die Lanze. Schön probiert, die fällt mir gut. Abgeprallt. Wie abgeprallt? War ein Treffer, meiner Meinung nach. So. Oh, die Beta, die kann so mörderisch weit laufen. Die könnte bis an die Ecke hier kommen. Wird's aber nicht. Dann vielleicht kann sie von hier auch schon ein bisschen unterwegs. Druck machen. Und zwar nur auf das Archon-Wesen. Ja, aber 55% sind 55%. No, 55% sind 5 Schaden. Sehr gut. Kata jault ein bisschen rum. Könnt ihr hingehen und säbeln. Ihr könnt aber auch hier hingehen und schießen. Schöne Deckung, von der aus er einfach so mal einen schönen Schuss machen kann, sehen wir leider nicht. Pass mal auf, du wirst einen Running Gun ansetzen. Du gehörst mir. Und zwar rennst du hier an diesem Baum. Jawohl. Und
auf ihn und 82 auf ihn. Mach es. Nimm ihn raus. Sehr schön erledigt. Carter kommt aus dem Quatschen gar nicht mehr raus, sitzt neben dem Fernseher und kriegt den Mund nicht zu und guckt mit seinen Knopfaugen hier rüber. Egal. So, was ist jetzt? Warum bist du jetzt zu weit weg? Eben wurde mir da doch noch rot beschießbar und so angezeigt. Das ist doch... Ja, macht auch. Hä? Warum? Ah, jetzt ist es nicht mehr grau. Jetzt geht's wieder mit 66%. Na denn. Oh, come on. Dafür zieht er dir jetzt einen über mit seiner Scheißlanze. Hallo? Action? Ach, da ist der Joshua. Zwar muss ein Streifschuss, aber der war trotzdem letal. Sehr gut. Na, ist ja wieder ein bisschen Ruhe. Okay, Beta. Wenn wir sie hier hinstellen, könnte sie schön durch die Fenster Deckung geben, schießen und so. Okay, warum können sie jetzt nicht hacken? Weil ich einen Mast gehackt habe, sind jetzt beide aus der Hackerei raus? Oder kann sie das mit einmal? Ist da noch ein Cooldown? Ach, man weiß es nicht. Du wirst mal nachladen. Auf geht's! Knew it. Ja, das ist noch ganz schön weitläufig hier nach hinten. Könnt mir vorstellen, dass das hier wieder irgendwie sowas ist. Ran an der Teil, hacken und dann Extraktion. Und Extraktion ist irgendwo denn hier hinten. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Ziehen wir die Truppen doch mal ein kleines bisschen zusammen in der Nähe dieser Konsole. Kein Problem. Noch vier Züge, das dürfte eigentlich reichen. Na los, zeigt euch! Feuerschutz. Kutscher. Genug gewartet. Scanne Gebiet. Oh, Cyber. Gehen wir die Ecke schon mal hier rein. Legen wir endlich los. Türklinken sind mir ein Fremdwort. Bestätigt, Überwachung läuft. Oh, Sensei. Sensei geht hier an den Baum. Los geht's. Jo, und Cyber Nero wird schon mal aufs Dach gehen. Und wird dann dort auf den Joshua warten. Okay, bin unterwegs. Der nächste Runde hinterher kommt. Oh Gott, ist das ein Zivilist oder was? Manus 1-5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Ja, wir haben noch drei Züge. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, wir nehmen erstmal den Sensei und stellen ihn hier oben rein. Bin dabei. So, wie gesagt, ich vermute, dass es hier hinten weitergehen wird und da werde ich den Joshua auch schon mal in Stellung bringen. Zu Befehl! Würde ich das sofort ausführen können hier, Ecke? Ne, er kommt auch nicht ganz ran. Ist das hier... Ein paar Hebebühnen. Gut. Jetzt komme ich. Am Fenster aufrücken. Bin dabei. So, Gotcha, du stellst dich dann hier hin. Kannst dann in der nächsten Runde Knöpfchen drücken. Geht hier hin. Da ist eine Tankstelle. Oh oh.
Ein Viper, so ein Andromedon und zwei Viper. Eieieiei. Du kannst eigentlich auch schon mal schießen. 100% auf den. 95, 61. Ach du Grüne. Ja, das macht schon mal Schaden. 100%. 5er Schaden, nicht besonders viel, aber schon mal etwas. Halb tot. Basso, kriegen wir dich hier ins Spiel? Kannst du hier durch die Fenster? Könntest du eventuell was sehen, ja. Positiv. Habe Blickkontakt zu einer Boah. Noch drei. Da bricht hier nochmal der Krieg aus. Gut, da kannst du aber bestimmt irgendwas Schönes veranstalten. Wie steht ihr denn? Ist das, was man verbrennen könnte? So oder zwei machen. So würde er vielleicht sogar drei machen, wenn man die beiden da hinten mit drin kriegt irgendwie. Probier mal. Werfe Flammenwerfer an. Was ist passiert? Das war ja nicht so toll. Ach, da hinten scheinen aber welche zu brennen. Die haben irgendwie Schaden kassiert. Einer wurde ja angeschossen, ist jetzt tot von den Viper. Okay, also hat doch gekokelt. Das war einfach nur eine schlechte Animation. So. Ja, ich bringe sie ran, um hier in dem Raum auch noch Feuerschutz zu geben. Wechsle Position. Na, die sind gleich dran und wenn die hier durch die Türen kommen, dann kann einmal Ecke und sie richtig Dampf machen. Sie. Ach, guck mal, sie könnte ja mit ihrem Gremlin die Drohne hacken. Nicht die Drohne hier, dieses Teil. Das heißt, müsste ja keiner rennen. Okay. Nicht. Haben wir uns gemerkt, so was passiert. Oh, er meckert. Berman, Achtung. Wird hier flankt und beschossen. Ich brauche medizinische Hilfe sofort. Critical 9er Schaden eingefahren. Das ist natürlich schlecht. Oh, oh, oh. Noch vier Leute, die was machen können. Berman, das sieht nicht gut aus. Schildplatte macht Schild. Business as usual. Oh, 5er Schild. Kommt einer durch die Tür und wird sofort herausgenommen. Jawoll. Hat doch ein bisschen Spielzeug gedroppt. Was macht das Andromedon? Nee, dann sterben. Und nicht auf Berman. Oh, schießt daneben. Mir geht es gut. Oh, und dann haben wir noch eine Viper, ne? Und die geht an Danny ran? Nee, ja. Okay, dann heißt es jetzt mit äußerster Gewalt und äußerster Härte vorgehen. Gucken wir mal von oben, was kann uns denn... Na? Der Joshua, oh, hat den so beknackt hingesetzt, dass der hier keinen sehen kann. Ach, das ist doch ekelhaft. So, gehst du hier hin... Und kannst dann noch mit der Pistole. Wechsel Position! Jetzt vielleicht noch blitzschnelle Hände bringen, ja. Schussserie. Feuere deine Pistole dreimal auf dasselbe. Und das bietet sich ja eigentlich gerade gut an. Bin ich etwa zu schnell? Feind neutralisiert. Tot und brennt noch ein bisschen. Das hat ja gut gepasst. So, Andromedon hier mit super Schilden. Puh, da muss ich auf jeden Fall mit Granate und mit Dalo Riot ein bisschen aushelfen. Tja, ich glaube, ich werde mit ihr diese Terminal machen. Bevor wir vergessen.
Haben wir das erstmal abgehakt? Ins Netzwerk eindringen. Hacke dich in diese Workstation. Chance 100%. Okay. Birg einen kleinen Vorratsspeicher. Eine Chance von 77% und eine Chance von 30%. Ja, da wird ja auf jeden Fall schaffen. Will ich mal das Bessere haben. Will ich auch mal. Na, wieder übelst versagt. Okay. Haben Zugriff. Okay. Menace 1-5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. So, eine Brandbombe, schön lokal in diese Ecke. Würde das Andromedon sicherlich gut beschäftigen. Aber dann kommen wir möglicherweise nicht ans Loot ran. Und Loot ist ja immer gut. Ja, dann wird sie erstmal nichts weitermachen. Gotcha. Wenn Gotcha hier hingeht, kann sie doch wunderschön aufs Andromedon auch schießen. Da wollten wir ja vorher ein bisschen Bullet Drain, aber ich glaube, Ecke wird nicht an ihn rankommen. Sache erstmal. Bessere Deckung. Mach die Tür auf. So, und kannst dann meinem Freund die Schildplatte ein bisschen Stress bereiten. Ist ja die Frage, schredder ich mit meiner Waffe, um auf seine Ziele zu gehen, oder hau ich gleich eine Granate rein? Granate ist ziemlich sicher, dass da ein Schaden passiert. Genau, fast da Bilder kriegen. Na, ich glaube, ich werde herkömmlich schreddern. Doch gar nicht. Kein Treffer! Leute, 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 das wird hier anscheinend eng und ernst. So. Geh mal hier hin. Endlich. Hätte ich mal die Granate genommen. Pass auf, dann machen wir hier auch den Prozess so kurz wie möglich. Schütz. Das wird daran für sich auf die Schilde gehen müssen. Cyber. Tja, was machen wir nun mit dir? Könntest ja wieder zurückgerannt kommen. Oder hier bessere Deckung finden. Ja, das ist auch alles so explosiv, aber hier ist zumindest erstmal eine volle Deckung. Und los geht's! 92 auf ihn, aber durch 4 Schilde durch. 85 auch 4 Schilde. Leute, das ist echt krass. Okay, weitere Option. Tja, Bermann. Du gehst hier hin und schießt, oder? 57, 77, 82. Da muss ich erstmal um seine direkte Bedrohung hier kümmern, obwohl er die auch alleine nicht schaffen wird, aber da gerade mal die Schilde klar machen kann. Reihe, Reihe, Reihe. Aufs Dach rauf. Schon unterwegs. Entziehen wir uns mal der Ecke dort unten. So, du wirst hier Feuerschutz machen. Bestätigt, Überwachung läuft. Cyber und Beta habe ich beide freigelassen.
Beta könnte nun 74% auf ihn machen oder könnte ihn naden. Wir sollten auch unsere Verletzten nicht vergessen. Aber einmal Cyber ist ein bisschen angeschlagen. Und Berman braucht mal einen Kick. Medizinischer Modus. Nur fühlen wir uns ein kleines bisschen wohler. Ja, und dann ist es nur noch Cyber. Beide noch. Ich meine, gut, ihm haben wir schon das Schild weggeschossen, was er von der Schildplatte bekommen hat, aber beide ansonsten völlig fett und voll. Ja. Na gut, was der Danny Nero, auch genannt Cyber, machen wird, sehen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre auch super klasse. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Projekt, zu diesem Let's Play, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.